Hallihallo! Ich wünsche ein gutes 2021. Nun ist ja gut ein sehr relativer Begriff. Was heißt jetzt gut für dich und mich? Dass wir immer Sonnenschein haben, dass es uns auf dem Weg mit Jesus immer gut geht, dass wir immer seine Stimme hören, nie im dunklen Tal gehen und er uns die Hände, die Fingernägel macht, also Maniküre und Pediküre an den Füßen, dass er uns einen Drink zu unserem Liegestuhlplätzchen bringt. Weißt du, in der Komfortzone sind noch nie große Dinge entstanden. Ich habe einmal gehört, dass Gethsemane Olivenpresse heißt und Oliven geben ja auch Öl und Öl steht für den Heiligen Geist. Also Jesus selber wurde wie gepresst und gedrückt und hat ja Blut, Tränen geschwitzt oder geweint. Im Psalm 139 lesen wir an einer Stelle, dass selbst die Dunkelheit bei Gott nicht dunkel ist und das Licht leuchtet wie der helle Tag. Und das steht im Vers 12. Und ein paar Verse vorher steht auch wenn ich Flügel der Morgenröte nehmen würde und mich am äußersten Meer, Ende des Meeres niederlassen würde, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Also, egal ob du fühlst, dass Gott weit weg ist, er ist nicht weit weg. Er ist da. Immer. Aber wir sind es manchmal nicht. Also habe ich nun ein Schönwetterglaube, glaube ich an ein Wohlstandsevangelium? Oder bleibe ich auch dann dran, wenn ich Gott nicht fühle? Weil Gefühle sind nicht immer Fakten und können trügerisch sein. Wir sollten uns vielmehr auf die Fakten des Wortes Gottes stellen, wo es zum Beispiel heißt, und dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Oder wo steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, in Klammer auf, nicht nur die, die wir gut finden, Klammer zu, zum Besten dienen müssen. Klar, wer ist schon so masochistisch veranlagt, dass er Probleme liebt oder sie sucht oder sich wünscht? Aber schau, sowohl du als auch ich, wir werden von Gott geschliffen. Wir werden im Feuer geläutert. Das heißt im Klartext Herausforderungen in der Ehe, auf der Arbeit, in der Familie, gesundheitlich. Und natürlich war 2020 sehr herausfordernd. Mit dem Covid-19. Ich sage bewusst Covid-19, weil Corona Spanisch für Krone ist und Corona gehört nur Jesus alleine. Es hat zu jeder Zeit Seuchen gegeben, wie spanische Grippe, wie die Pest, wie die Pocken. Es ist nichts Neues. Neu ist nur, dass wir so gut vernetzt sind und so mobil sind und so schnell von A nach B kommen und die News von der ganzen Welt kriegen. Das gab es damals zur Zeit der Pest. Noch nicht zum Beispiel. Und natürlich macht das alles etwas mit uns. Wir können von beiden Seiten vom Pferd runterfallen, Corona-Leugner oder total in Angst sein. Und es ist beides nicht gut. Wir sollen Respekt haben, nicht Angst, denn Angst ist eine Gefangenschaft. Und natürlich sollen gerade wir als Christen vorbildliche Staatsbürger sein und uns an das halten, was der Staat fordert, solange es nicht gegen den Glauben spricht. Aber jeder von uns sieht es anders und jeder sieht den Berg von einer anderen Seite. Erkenntnis ist Stückwerk und ich will jetzt hier auch nicht über die Pandemie sprechen und die Maßnahmen und ob es jetzt gut oder schlecht ist, sondern ich bin ein bisschen abgewichen vom Thema darüber, dass wir an Gott dran sein, bleiben sollen, entschuldige, egal was kommt. Denk an den Sturm. Warum konnte Jesus schlafen im Boot? Weil er wusste, wer er war und wer sein Gott ist. Du brauchst keinen großen Glauben. Du brauchst einen Glauben an einen großen Gott.
Und weißt du, die Gedanken sind das Schlachtfeld. Deshalb bringe deine Seele, deine Gedanken immer wieder unter den Gehorsam des Geistes Gottes. Und Gottes Geist spricht zu deinem Geist und gibt ihm die Gewissheit, dass du ein Kind Gottes bist. Und diese Kindschaft und diese Annahme fällt und steht nicht mit dem, was du tust bzw. nicht tust, sondern sie ist bereits in Jesus vollbracht. Er hat's vollbracht. Er ist das letzte Opferlamm, ein für allemal. Er ist der Hohepriester, der uns vorausgeht. Und wir, du und ich, haben noch nicht bis aufs Blut widerstehen müssen. So lasst uns dranbleiben und aufgeben ist keine Option. Gerade wo Druck entsteht, entstehen auch schöne Dinge. Du könntest die Berge der Freuden niemals schätzen, wenn du nicht auch Täler des Schattens und des Dunkels, wie es uns der Psalm 23 sagt, kennen würdest. Meinst du, David hätte so tolle, tiefgreifende Psalme schreiben können, hätte er nicht auch viel, viel Schweres erlebt? Natürlich, manches hat er sich selber eingebrockt, so auch wir. Aber wer ist dein Gott? Sind es die Umstände, die dich bestimmen, oder ist es Jesus? Der Herr segne und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft. Und Gott möge jedes Wort, was ich zu viel gesprochen habe, streichen und wo ich zu wenig sagte, hinzufügen. In Jesu Christi Namen. Amen. Mach's gut. Ciao.